Wir zeigen oft Klassiker und Raritäten. Heute zeigen wir einen Film, der beides in einem ist. Und noch dazu möchte ich Ihnen einen unserer langjährigsten Freunde des Deutschen Filminstituts vorstellen. Schon mal einen großen Applaus an dieser Stelle. Peter Fleischmann ist hier. Herzlich willkommen in Frankfurt. Bleib erst noch sitzen, ich stelle dich noch vor. Peter. Oder komm zu mir, wie du möchtest. Peter hat nämlich uns Klassiker der deutschen Filmgeschichte geschenkt. Herbst der Gammler, Jagdszenen aus Niederbayern, eben auch das Unheil, das wir heute sehen werden. Und das ist eben nicht nur Klassiker, sondern auch Rarität. Seit der Premiere 72 hat den fast keiner mehr gesehen, obwohl er so richtungsweisend ist, kaum mehr auch im Netz. Und Peter ist nicht alleine hier, möchte ich dazu sagen. Er hat Angelika Stute und Volker Schane auch hier, die mit ihm zusammen gerade an Digitalisierung und Restaurierungen arbeiten, neuer Projekte. Und ja, bevor ich jetzt alles weitere vorstelle, noch Volker Schaner, sein langjähriger Cutter und Regieassistent, bitte mit auf die Bühne. Herzlich willkommen, nehmt bitte Platz bei uns hier im Filmmuseum. Peter in die Mitte, bitte. Danke. Derweil kann ich ja noch sagen, also ein bewegtes Leben als Filmemacher hast du hinter dir oder bist natürlich noch dabei. Du hast Preise gewonnen in Venedig, Filmpreis, Deutscher Filmpreis in Silber damals gewonnen, aber auch vernichtende Verrisse natürlich zum Unheil zum Beispiel. Ja. Wenn du jetzt zurückschaust, damals, 72, diese Premiere und dann letztes Jahr die neue Premiere dieses Films, die beiden miteinander zu vergleichen, was war, erzähl uns mal ein bisschen, was passiert ist damals in München. Naja, die haben sich richtig ausgetobt. man musste fast die Vorführung unterbrechen. Also, das war nur Tumulte, habe ich gehört. Ne? Ja, ja, und Scheißfilm und Gelächter und Hohngelächter. Naja, es macht einen dann schon betroffen. Man sagt zwar immer, man stehe drüber, aber es war so, ich konnte mich danach kaum mehr über die Straße trauen, weil alles hat über mich gelacht. Und es war natürlich, die Ponki in der Münchner Abendzeitung hat er damals geschrieben, der Fleischmann ist seiner Zeit um 20 Jahre voraus. War einer der wenigen. Es sind viel mehr vergangen, weil dadurch, ja, mir hat es besonders leid getan, auch weil es war eigentlich der erste Film nach dem Krieg, den die Amerikaner finanziert haben. Und zwar United Artists, die ja doch immer eine Sonderrolle unter den Großen eingenommen haben. Und Künstler. Ja, und die waren so erschrocken, dass sie den Film nach wenigen Tagen dann aus dem Verleih genommen haben. Der lief nur in München, gar nicht mehr deutschlandweit, habe ich gelesen. Dann, ne? Ja, er lief dann in Cannes, ja. Ein paar Monate später, wo er gut ankam, wo ich auch eben den Buñuel-Preis bekommen habe. Aber selbst da schrieb dann die deutsche Presse, Buñuel hat zwar den Buñuel-Preis bekommen, aber Buñuel ist nach 10 Minuten wieder rausgegangen aus dem Film. Und das hat sich erhalten, das kann man heute noch lesen. Ich habe da auch nie was dagegen gemacht, weil es ist schwierig zu... Buñuel hatte den Film vorher gesehen, bevor... Das ist ein Preis, den die lateinamerikanische Kritik eigentlich vergibt. Und Buñuel, die haben immer, bevor sie den Preis vergeben haben, dem Buñuel den Preisträger gezeigt, den Film. Und er hatte ihn gesehen und ließ mir ausrichten, er kommt trotzdem noch in den ersten, also praktisch eine Referenz dazu erweisen. Und muss aber gehen, weil er muss irgendeinen brasilianischen Film gleichzeitig anschauen, der halbe Viertelstunde später war oder so. Aber es war einfach, das Erste eigentlich war dann, der größte Verriss kam, der übelste vom Spiegel. Mhm. Nur mies wirklich, stand in der Überschrift. Ja, ich würde alles schmuddelig machen und alles voller Häme und denkst, naja gut, Sie werden ja den Film jetzt sehen. der Grund war nicht so sehr der Inhalt, obwohl zum Beispiel Rodek, der jetzt dann einen Artikel in der Welt drüber geschrieben hat. Unterdrücktes Meisterwerk war seine Wortwahl. Ja, der meint, naja, es ist ja auch so ein Rundumschlag, das kriegt jeder was ab. Tatsächlich hat auch zum Beispiel Die Linke mir vorgeworfen, durch meinen Umweltscheiß
lenke ich von dem eigentlich, dem einzig wichtigen Konflikt ab, dem Klassenkampf. Dem Klassenkampf, ja. Ja, da hatten sie auch irgendwie recht. Aber damals war die Umwelt noch kein Thema. Ja, ja. 1971 gedreht. Darüber reden wir natürlich nachher, wenn wir den Film gesehen haben. Das ist natürlich wichtiger. Wir wollen jetzt nur kurz noch ein bisschen was vorweg schicken, weil der Film ist natürlich frisch restauriert und digitalisiert worden. Volker Schaner, langjähriger Cutter, auch von Peter und guter Freund. Wo lagen denn die Hauptherausforderungen jetzt bei diesem Werk 46 Jahre später nochmal ranzugehen? Der Film ist von Peter sehr, sehr wichtig, aufgrund der Vergangenheit, die der Film hat. Und wie Sie sehen werden, besteht er aus meisterhaften inszenierten Szenen, die sich in der Wohnung abspielen und damit und umgeben von vielen anderen Teilgeschichten, die wir einfach versucht haben, noch ein bisschen klarer strukturieren ein bisschen. Ja. Also auch inhaltlich. Ja, man kann einiges machen. Ich meine, am Anfang wehrten sich die Filmleute gegen die Digitalisierung. Und klar, das ist aber ein Abschied nehmen vom 35mm-Film, vom 70mm-Film und so weiter. Aber zugleich bietet es natürlich, und da war ich sehr froh, dass der Volker da ein Spezialist geworden, weil er des digitalen ja nicht nur Schnitzen, das kann man beim digitalen ja nicht mehr so trennen, sondern überhaupt und ich etwas verwirklichen konnte, was ich vorhatte und vielleicht nicht, was ich jetzt verstärken konnte noch. Ich wollte nämlich, der Film war für mich ein Versuch, einen Film zu machen, der näher an der Musik ist als am Theater, weil das Theater war, ja, das kam durch die Geschichte, das waren ja alles Theaterleute am Anfang und für mich war der Film viel zu sehr am Theater, also das hat sich ja bis heute erhalten, wurde zur Karikatur im Fernsehen, bei diese Dreiakt-Theorie mit dem goldenen Schnitt und Dings und retardierendes Moment und Umkehr und Ding, das wurde alles so, es war immer der gleiche Ding zu einem Höhepunkt und jedenfalls konnten wir also die Leitmotive verstärken, durch die eigentlich alle im Film schon vorhanden waren, aber das kann man, wir haben es eigentlich etwas mehr strukturieren können durch die Digitalisierung. Und so entstand jetzt ein Director's Cut, wie man das neulich nennt. Ja, und haben auch, es gab ja verschiedene Vorführungen, weil die Verleiher haben eben schon ein bisschen die Nerven verloren, dann hatte ich einen Vertrag, der Film darf nicht länger als 120 Minuten sein und nachdem der überhaupt nicht gegangen ist, haben die also für die internationale Fassung dann gewollt, dass ich ihn schneide und dann gab es aber später nochmal einen Schnitt, bei dem ich nicht dabei war und so gab es eben drei verschiedene Fassungen, die wir dann irgendwie wieder rekonstruiert haben. Trotzdem möchte ich noch auch mal die Frage in den Raum werfen. Thomas Warschig sitzt auch hier, der von Filmarchivseite das betreut hat. Das ist natürlich immer die Frage bei der Restaurierung. Will man eigentlich nicht den Originalzustand von damals wieder hervorholen und erhalten und verbessern vielleicht, aber dann eher in Form von Farbkorrekturen dergleichen oder eben tatsächlich nach heutigem Empfinden verbessern? Ja, weil den Film hast du ja damals vielleicht auch unter anderen Gesichtspunkten gemacht, die du heute jetzt anders siehst. Na, wir haben eigentlich nur das bisschen deutlicher machen können, was damals noch schwierig war. Also diese Idee der Polyphonie und Gott sei Dank war der Thomas Warschig sehr geduldig, weil wir haben da lange rumgebastelt. Und eigentlich, es hat sich nicht viel geändert. Es war im Ton, in den Farben, man kann da tatsächlich
was damals sehr viel Mühe gemacht hat. Jede Überblendung war ja damals ein Problem. Analog mit Filmstreifen. Ja, und plötzlich ist es überhaupt keins mehr und es geht im Hauscomputer zu machen in ganz kurzer Zeit und so. Also das sind einfach Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, die wir verwendet haben, um das auszudrücken, was ich damals vielleicht etwas unstrukturierter noch ausgedrückt habe. Volker, kannst du das vielleicht noch einmal erklären? Wie funktioniert das? Also was ist da jetzt anders, wenn wir es digital haben und wenn ihr daran arbeitet? Ja, man kann halt viel schneller alles machen. Ja, man kann einfach alles sehr schnell irgendwas ausprobieren, wenn man sagt, da gibt es eine Idee, dann hat man das in wenigen Minuten eigentlich realisiert und kann es angucken. Hat natürlich die Gefahr der zu vielen Möglichkeiten, die sie einem bieten. aber angefangen mit dem Unheil, diesen Film kenne ich ja auch 20 Jahre lang und wir haben ja die Farbkorrektur gemacht und dann haben wir einfach gesagt, ganz banal, ach, 2-3 Schnitte könnten wir eigentlich machen, warum nicht mal ausprobieren und so. Und so hat es eigentlich angefangen und so ist dann eigentlich eine neue Fassung entstanden. Oder der Director's Cut. Ja. Wir nehmen jetzt nichts mehr weiter vorweg. Sie wollen den Film schauen, darum geht's uns. Hey, Peter, eins trotzdem noch. Uns erwartet jetzt tiefstes Hessisch. Wie kam es dazu? Naja, das war. Ich hatte ja die Jagdszenen aus Niederbayern gedreht, obwohl ich kein Bayer bin, sondern Pfälzer, eigentlich näher am hessischen Dialekt. Da wollte ich auch ja wirklich, dass die Darsteller Niederbayerisch sprechen und ich habe die gemischt mit Laien. Und das hat wunderbar funktioniert. Das Dorf und die Schauspieler, die haben sehr gut zusammengespielt. Und ja, es gibt Laien, die ähnlich große Rollen spielen wie die Darsteller. Und das habe ich dann nochmal beim Unheil nochmal gemacht. In Wetzlar. Es war schwierig. Vor allen Dingen, wir haben damals, ich muss sagen, dass der wichtigste Mitarbeiter, ich sag fast, oder es war der wichtigste, der Drehbuchautor, also Martin Walser, der mir beim Drehbuch geholfen hat. Das sagst du so nebenbei, das ist ja wirklich was Besonderes. ja, aber der wichtigste Mann war eigentlich die Blutvieh, der Kameramann, der große Kameramann des Novo Cinema in Brasilien war. Glaube Rocha. Ja, und die Brasilianer. Und wir konnten uns noch nicht mal verständigen. Also der sprach nur Brasilianisch, also nur auch kein Hessisch. Ja. Und das machte aber nichts. Wir waren wie zwei Kinder und es ging sehr, sehr schnell. Aber diese Einstellung, die eigentlich das musikalische Element erst reinbrachten, das war sehr gefährlich, weil die kann man auch nicht schneiden. Also praktisch mussten wir uns auf den Rhythmus verständigen. Und was wir jetzt gemacht haben, war eigentlich hauptsächlich, dass wir diesen Rhythmus etwas verdeutlichen. Der eigentlich, sag mal, tatsächlich den Aufbau, die sag mal, den Film erst zu einer Polyphonie macht, wo jede Stimme gleichberechtigt ist, wo man die Geräusche in Vordergrund sind, mal die Dialoge, mal die Kamerabewegungen und immer eine Stimme führt und keine wirklich die anderen beherrscht. Das war die Aufgabe und ich glaube, das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich vorschlagen. Genau, darauf können Sie achten. Ich wünsche ganz viel Vergnügen und schon mal großen Applaus. Volker Schaner und Peter Fleischmann. Ja. Danke, dass Sie uns das Unheil nach Frankfurt bringen. Schaut erst. Also, jetzt nochmal das Unheil frisch gesehen. Peter Fleischmann hier auf der Bühne. Nochmal deinen Applaus, lieber Peter. Nimm Platz in unserer Mitte. Ja, das ist ja ein großartiges Werk, was ihr uns hier präsentiert. Ein Film, bei dem man wirklich nicht verstehen kann, wie der so lange verschwinden konnte.
Du machst mich sehr verlegen, weil du musst ja nicht den Leuten sagen, wie sie den Film haben, gefunden haben. Ja. Ich sage, wie ich ihn gefunden habe. Ja. Jedenfalls, also allein so Sätze wie das Bömsche ist schon am Ticke, das finde ich ganz, ganz großartig. Das Bömsche ist schon am Ticke, das finde ich ganz großartig. Aber sag uns, wir sind in der Zeit, 1971, Willy Brandt ist Bundeskanzler, die 68er bestimmen die Gesellschaft und du drehst diese Geschichte. Wie kam es dazu? War das zusammen mit Martin Walser oder erzähl uns ein bisschen zur Entstehung? Nein, das war eigentlich umgekehrt. Ich war in Venedig auf dem Festival und habe da den, ich glaube, es war der Film Les Héritiers von Carlos Tiergues, dem Brasilianer, und wieder mit De Blutvieh als Kameramann, wie ich ihn schon vorher bei Glaube Rocha gesehen hatte. Und habe gesagt, das finde ich so toll, wie hast du das gemacht? Ich habe ihn dann kennengelernt, dass du von heller Sonne ins Haus rein bist, im Haus die Verfolgung sagt und dann wieder raus in die Sonne. Hat er gesagt, ja, wir haben das Dach abgedeckt. Und es war einfach so. Und dann hat mir Glaube Rocha gesagt, ja, wenn du ihn willst für deinen nächsten Film, dann schicken wir ihn dir. Und dann kam er viel zu früh und wir haben gehofft, er lernt noch Deutsch. Wir haben ihm eine Dolmetscherin gegeben, mit der hat er dann gelebt, aber er hat kein Wort Deutsch gesprochen, auch bis zum Schluss nicht. Aber es war, ja, gut, die Geschichte, wie kam ich zu der, die habe ich eigentlich mal geträumt. Ich habe mal eine Zeit lang geträumt, ich hätte mein Abitur nicht geschafft. Ja. Und obwohl ich da eigentlich keine Schwierigkeiten hatte, aber vielleicht hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich alles bei meiner Schwester immer abgeschrieben habe. Wir waren zusammen in derselben Klasse. Und ohne die hätte ich das vielleicht nicht geschafft. Du warst kein Pfarrerssohn in der Traum. Nein, überhaupt nicht. Aber ich war auch so von einer kleineren Stadt und eben von Neustadt, wo ich die Weinstraße. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Es war ja so die Zeit, wo die, sag mal, 68, die Bewegung mittlerweile auch von den Großstädten in die kleineren Städte gesickert war, wo sie viel dogmatischer noch wurde und sehr, als erstes, ich hatte so einen amerikanischen Schlitten, weil die amerikanischen Offiziere, die wieder zurückgingen nach USA, die haben das für 5 Mille verkauft, ihre Cabrio, Chevrolet, Impala und so. Und der Fassbinder hat mir gesagt, kauf dir auch so einen. Das ist ganz toll. Ja gut, er hat 25 Liter pro 100 verbraucht, aber das war damals nicht so wichtig. Mhm. Und das war einfach lustig. Und als erstes haben die mir gesagt, also wir machen mit bei deinem Film, aber die linke Jugend da, aber nur wenn du diesen amerikanisches Auto abschaffst, weil das können wir nicht verantworten. Aber wir brauchten das, weil in den engen Gassen, ich bin das sogar selber gefahren, wenn wir gleich am Anfang da, wo er durch die ganze Stadt läuft, weil die Straße war ja nicht viel breiter als das Auto. Und das Auto war aber wunderbar, weil der Dip saß hinten, wir haben den Kofferraum abgeschraubt, der saß hinten drin. Als wir dann anhielten und es kamen die Treppen, dann haben ihn zwei Assistenten, haben ihn so rausgehoben in der Hocke mit der Kamera und dann hat er sich aufgerichtet, dann ist er die Treppe hoch, wie wenn das ein Filmkran wäre. Und ist immer weiter und immer weiter. Es war vollkommen, naja gut, jetzt komme ich ins Erzählen. Das wollen wir, genau das. Nein, das ist ja wirklich großartig, wie nah diese Kamera an diesen Menschen dran ist. Es sind ja auch lange Einstellungen oftmals und auch virtuos, kann man ja wirklich sagen. Und diese Gesichter, alleine das, diese Menschen so abzubilden, wie sie dann sind, diese Müllmänner oder diese Menschen vor der Zoohandlung oder so, das ist ja wirklich, das sind Bilder, die man nicht vergisst. Wie habt ihr das über Storyboard vorher gemacht oder kam das von ihm intuitiv? Storyboard? Nee. Gezeichnet irgendwas? Nein. Wir hatten, ich hatte ja diese Idee mit der Musik. Ich hatte mit Jean-François Stevenin, meinem Regieassistenten, hatte ich so eine große Wandtafel gemacht, wo wir horizontal und vertikal die Themen und die Handlung eingetragen haben. Und an den Schnittpunkten, das waren dann Umsteigebahnhöfe,
Dann haben wir mit farbigen Punkten haben wir die Leitmotive eingesetzt, die immer wieder kommen, wie die Glocken, wie der Hubschrauber, wie der richtig komponiert. So das Gerüst geben und das Drehbuch spielte dann nur noch eine untergeordnete Rolle, weil wir waren völlig fixiert auf diese Sache. Und Tipp hat es eben begriffen auch. Und ja, gut, Jean-François Vertrag, natürlich auch, der später dann selbst Regisseur wurde. Aber den kennen eigentlich alle, wohl die hier im Saal sitzen. Der Jean-François spielte nach dem Unheil auch den Regieassistenten in La Nuit Américaine, die amerikanische Nacht, ja, vom Truffaut. Mhm. Mhm. Klasse. Vorher war er bei dir natürlich. Ja. Ja, aber ich hatte ihn bei Truffaut kennengelernt, durch den Truffaut, beim Drehen, weil ich wusste, er spricht auch Deutsch. Also der Truffaut hatte mir gesagt, dass er diesen Assistenten hat, der auch Deutsch spricht. Und dann bin ich da zum Dreharbeiten hin vom Truffaut. Und dann, ja, danach. Wie, du bist zu den Dreharbeiten hin beim Truffaut, das musst du jetzt mal erklären. Habt ihr bei der Nouvelle Vague, habt ihr mit den lebhaften Austausch gehabt? Nee, oder? Ich war ja an der französischen Filmhochschule und viele von der Nouvelle Vague waren ja ehemalige ITEC-Schüler, also von der Filmhochschule, und haben dann ihre Filme, Truffaut nicht, aber er hat seine Filme gezeigt und wir haben... ich kann den Truffaut eigentlich ganz gut, aber von nee, sehr blöd, sehr albern, wenn du lachst. Nein, Entschuldigung, ich finde das nur, ich bewundere das, weil ich, das ist toll. Ist schön, das zu hören. Ja. Ja, das ist ja peinlich. Wer Walzer? Wie? Ja, die Frage war jetzt nach den Dialogen von Martin Walzer tatsächlich. Ja, es war so. Von Venedig, wo ich habe die am gleichen Tag kennengelernt, den Blutvieh und den Martin Walzer, weil das Fernsehen hatte mich angerufen, das Südwestfunk. Martin Walzer hat zum ersten Mal direkt ein Drehbuch geschrieben fürs Fernsehen, eine Erzählung direkt fürs Fernsehen, ob ich Interesse hätte, das zu machen. Die haben vorgeschlagen, dass man sich da trifft bei Martin in Nussdorf, bei Überlingen, da wo sein Haus ist. Und habe ich gesagt, ja, und dann kam ich von Venedig darüber, nachdem ich den Tipp da kennengelernt hatte. Und habe gesagt, ja, natürlich würde mich das interessieren, das zu machen, aber zunächst muss ich mal das Unheil machen, weil da bin ich jetzt gerade dran. Und dann habe ich zu Martin gesagt, helfen Sie mir, dann wird es schneller gehen, hat er gesagt. Ich habe das mehr als zum Scherz gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, mach ich. Und so kam das zu dieser überraschenden Zusammenarbeit. Irgendwann wie fand er das hinterher mit diesem Verriss? Nein, der war toll. Er hat mir gesagt, das wird dir bleiben. Das ist eine gute Arbeit, das wird dir bleiben. ich meine, sein... Er hat zwar während dem Drehen, er war ja auch während des Drehens dabei und war alles ziemlich chaotisch, wie oft bei mir. Und der hat er einmal, als wir ihn in Szene umschreiben ließen, noch am Abend und in der Nacht hat er die umgeschrieben und am nächsten Tag hat der Jean-François ihm gesagt, es tut mir leid, aber die ist inzwischen gestrichen. Und dann hat er zu ihm gesagt, du hast ja schon alles im Kopf, ich bin ja hier nur der Ping-Pong-Spieler. Aber er war viel mehr, weil er hat durch seine ruhige Art hat er alles sehr beeinflusst. Also er hat wirklich den Geist des Films mitgeprägt. Dann einfach eigentlich fast auf eine spirituelle Art. Und viele Dialoge sind auch typische Walzer-Dialoge. Ja. Wo du den Geist des Filmes ansprichst, da ist natürlich viel Zeitgeist auf der einen Seite drin. Wir sehen BRD Anfang der 70er. Auf der anderen Seite kommt das mir, Volker Scharner, unfassbar aktuell vor.
Also da haben wir Themen, wir haben gerade ein neues Heimatministerium bekommen. Heimat ist ein großes Thema, Flüchtlinge, Vertriebene, 11 Millionen zu der Zeit in Deutschland, Umweltkatastrophen, Pflegenotstand in Altersheimen und sowieso Kapitalismus gegen die Armut der kleinen Leute. Das klingt nicht so, als wäre das fast 50 Jahre weg, oder? Nein, das ist nicht nur beim Unheil so, sondern auch bei der Hamburger Krankheit. Das ist ein prophetischer Zug, der bei Peters Filmen irgendwie da... Vielleicht ein bisschen näher ran. Ja, in Peters Film ja irgendwie innehaben. Das ist natürlich das Umweltthema, aber mich beim Unheil gibt es diese eine Szene, die später ja oft durch Peter sehr prominent kopiert wurde. Das ist die Feder, die runterfällt. Hm. Und das unterschätzt man eigentlich, aber Forrest Gump hat das in Hollywood eigentlich sehr groß nachgemacht. Es sind viele Details, die einfach originell und originär erfunden sind oder da kreiert wurden, die in diesem Film. Ja, dadurch, dass er in Cannes dann im Wettbewerb lief, haben natürlich viele Filmleute international den Film gesehen. Ja. Wie kam es zu der Federszene? Weißt du das noch? Ja, wir waren auf dem Turm und dann hat mal jemand eine Feder fallen lassen. Und dann also nicht geplant toll, vorher? Das, nee, dann haben wir das beschlossen. Aber der Typ, ich glaube, zweimal haben wir das gemacht, nur weil es das... Der Verbrauch von Filmmaterial war ja sehr teuer. Nicht wie heute, wo das kostenlos ist, praktisch. Mhm. Und man hat sich das schon überlegt, da so eine Szene zu drehen, die... Ja, wir mussten sogar, damit wir die langen Einstellungen durchhalten konnten, eine 120, also für tragbare Kameras gab es 120er Kassetten, das waren die größten für die tragbare Arri zum Beispiel. Und Dieb hat aber seine Assistenten 150 Meter Kassetten umrollen lassen, ganz vorsichtig, damit es keine, wie nennt man das, Entladungen, die elektrische gibt, die dann das Filmmaterial belichten und im Dunkelsack. Und dann hat er die 150 Meter, hat er dann in die 120er Kassette, die ging gerade rein. Und dann haben wir also da 20% mehr gehabt und konnten also diese langen Einstellungen drehen, die heute ja gut, ist nichts Besonderes, man kann heute Stundeneinstellungen machen. Und das ist was Beliebiges, aber für uns war das eine Uhr, die 10-mal so schnell oder 20-mal so schnell tickt wie ein Taxi. Mhm. Das war schon, ungefähr, wir haben es mal ausgerechnet, ungefähr 5 Mark pro Sekunde. Ich hatte zwar einen Lehrer am ITEC, an der Pariser Filmschule, der Jean Rouch, der Ethnologe, der gesagt hat, als er Les Maîtres Fous und so in Afrika gedreht hat, da hat er nur eine Bolex gehabt mit Aufzug, den man so aufziehen musste. Und dann lief die ungefähr 20 Sekunden lang konstant. Und da musste man schon genau überlegen, was man aufnahm. Und heute ist natürlich die Gefahr, dadurch, dass man so beliebig viel Material hat, dass man, sag mal, Entscheidungen aufspart für den Schneidertisch, dass man sie vor sich herschiebt und die kreativen Entscheidungen nicht vor Ort trifft. Das ist wieder das Gefährliche bei dem digitalen Dreh. Aber hier, ich meine, du hast ja auch viele Laien wahrscheinlich dabei gehabt. Wahrscheinlich Menschen auch aus Wetzlar direkt gecastet. Ja, viele. Gecastet. Ah ja, das war genau das Gegenteil. Jagdszene aus Niederbayern war, die waren am Anfang die Bauern sehr misstrauisch, aber als sie gemerkt haben, wir arbeiten hart und es ist seriös und die waren eh spielfreudig, fast in jeder bayerischen Dorf gab es ein eigenes Theaterensemble und da haben die wirklich mitgemacht, das ganze Dorf. Während in Wetzlar, hatte ich schon einen Namen, gut, Jagdszenen war ein weltweiter Erfolg und ich wurde sehr hofiert und aufgenommen und mit allen Ehren. Aber je länger das gedauert hat und wenn dann die Müllarbeiter noch den Müll, die große Treppe runtergekippt haben, dann haben die gesagt, hat doch alles Bakterien und das ist, also zum Schluss, wenn nicht der Hess gewesen wäre, der damals der Intendant vom Hessischen Rundfunk war, der also diesen Fabrikanten spielt,
dann hätten die uns der Stadt verwiesen zum Schluss. Dadurch, dass er da war das so ein bisschen seriös. Da haben sie sich das nicht getraut, ja. Ja, das heißt zum Beispiel, es war ja, Wetzlar war insofern eine ideale Stadt, weil die Lahn war tatsächlich der verschmutzteste Ding und es war tatsächlich vorgekommen, darum haben wir die Stadt gewählt, dass da mehrmals alle Fische vergiftet waren im Fluss, weil die ihre ganzen Abwässer da eingelassen hatten in die Lahn. Und Buderus gehörte wieder dem reichsten Mann Deutschlands. Und die haben gesagt, wir wollten das ja überfliegen für den Schluss mit dem Hubschrauber, dann das erlauben sie nicht. Aber der Bürgermeister, das war ein SPD-Bürgermeister, sehr fortschrittlich, der hat gesagt, ihr dürft es. Und dann haben die gesagt, uns gilt es nicht, das ist Privatgelände, wir schießen euch ab. Jetzt, ich wusste ja, dass die uns nicht wirklich abschießen. Selbst Buderus kann sich das nicht erlauben. Aber der Tipp aus Brasilien, von der Diktatur kommend, auf der Todesliste stehend, der hat natürlich da schon Angst gehabt. Und Buderus, ja, und der Hess war, ich meine, wo findet man heute, der hat alles mitgemacht. Nicht? Ich meine, wo findet man heute einen Intendanten vom öffentlichen Rundfunk, der mitspielt. Der in der Kirche sich verabredet zum Gruppensex, das ist eigentlich nicht mehr vorstellbar. Ich frage jetzt nicht, wie du ihn überzeugt hast. Haben Sie Fragen? Das soll kein Gespräch unter uns sein. Das heißt, ich komme dann sehr gerne auch mit dem Mikrofon zu Ihnen. Weil wir zeichnen auf, deswegen warten Sie kurz aufs Mikro. Ich bringe es Ihnen. Danke. Hm? Also zwei Fragen. Ich habe kein Vorwissen zu dem Film. Aber ich finde es genial, dass Sie Wetzlar genommen haben. Gab es eine andere Stadt, die da ein Kandidat war? Das ist die erste Frage. Und die zweite, doch zu den sehr vielen gesetzten Leuten aus Wetzlar, die eigentlich sich selbst gespielt haben, haben die gemerkt oder wussten die, was die Handlung war? Manchmal habe ich den Eindruck, die wussten das nicht so genau. Ach, das Drehbuch war ja frei zugänglich, das konnte ja jeder lesen. Also, das weiß ich nicht, vielleicht haben sich viele einfach nicht so dafür interessiert, was jetzt genau. Das spielt eigentlich keine Rolle. Oft haben wir die jungen Leute haben also aus der Stadt, mit der Ausnahme von Hille war auf der Schauspielschule in Wien, auf dem Max-Reinhardt-Seminar. Der wurde anschließend rausgeschmissen, weil ich zu lange gedreht habe und seine Ferien überschritten habe. Nee, was eigenartig ist, auch der Martin Sperr, von der Autor des Theaterstücks und Hauptdarsteller von Jagdszenen, war auch auf dem Max-Reinhardt-Seminar und wurde auch rausgeschmissen. Aber nicht wegen mir, sondern wegen Mangel an Talent. Aber wussten die Leute also, dass du sie parodierst auch? Also war das so ein bisschen Das ist ja keine Parodie, das ist bitterer Ernst. So bitter, dass man lachen muss. Die zweite Frage war, ob noch eine andere Stadt als Wetzlar im Gespräch war. Der Pfarrer, das war eigenartig. Die Kirche in Wetzlar, die war damals zweigeteilt. Also nicht zweigeteilt so räumlich, sondern an gewissen Tagen stand die den Katholiken an gewissen Tagen Protestanten, also mehr den Protestanten zu, weil die waren in der Mehrzahl. Und die Minorität ist immer liberaler, also der katholische Pfarrer war uns sehr wohlgesinnt. Der evangelische hat gesagt, zum Beispiel das Gerüst, das da der örtliche Bauunternehmer da aufgebaut für uns, weil wir mussten ja diese Riesenkirche ausleuchten und zwar so, weil der Tipp ja ringsrum mit der Kamera ist, dass es keine doppelten Schatten gibt und kann. Das war sehr kompliziert. Und dann hat er gesagt, Sonntag muss die Kirche frei sein. Und Jean-François geht zu ihm hin und sagt, weil wir sind nicht fertig geworden und so. Und dann habe ich ihm, oder Jean-François hat ihm erzählt, dieses Bibelwort, was eigentlich so mein Leitmotiv war, dafür den Unheil aus dem
Buch Hiob, denn Unheil kommt nicht aus der Erde und Frevel wächst nicht auf dem Acker, sondern der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil. Und dann hat er gesagt, darf ich das für meine Predigt verwenden? Und da, das war die Bedingung und wir müssten zuhören bei der Predigt und dann dürften wir also auch sondern das Gerüst stehen lassen. Es war völlig wahnsinnige Dreharbeiten, weil es eigentlich, wenn man so den Film sieht, hat man den Eindruck, das war ein sehr teurer Film, aber es war nicht der Fall, weil wir uns so, zum Beispiel zum Schluss des Festes, aber ich weiß, an dem Tag kam eine ganze Delegation von Regisseuren mich besuchen, also beim Drehen, der Herzog, der Kluge, der Schlöndorff, weiß nicht, ob Fassbinder dabei war, es waren vier, glaube ich, aber ich habe ja keine Zeit, da kamen die Schlesier an. Der hat mal gesagt, ich habe die Schlesier ausgenutzt, aber die Schlesier freuten sich. Die freuten sich, die haben das wirklich als Fest dann zelebriert. Und die waren durchaus einverstanden, dass man ja gegen sie, das wussten sie ja, dass sie die Verlierer waren gerade. In diesem Ding, dass eben Willy Brandt hat ihr Land verraten, wie es heißt, denn Willy Brandt verrät das Vaterland. Und ich habe ja immer diese Sprüche gesammelt, ich habe die immer aufgeschrieben, was ich so gehört habe. Und das ist eben, das kommt zu, einige Dialoge, also viele Dialoge sind von Walser und andere sind wieder so Sprüche, die ich einfach so mir gesammelt habe, die einfach damals, geht doch rüber, wenn es euch gefällt. Ja, also Kommunisten. Es war ja auch, ja gut, es ist halt ein bisschen ein Porträt auch von der Zeit, vielleicht heute. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, ob man sich langweilt oder... Erstmal vielen Dank für das Kommen. Jagdszenen haben wir natürlich auch in diesen heiligen roten Hallen gesehen. Und ich habe gesagt, Jagdszenen haben wir hier auch gesehen. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Aber ich muss ehrlich sagen, danach war ich nicht so aufgeregt, aufgewühlt, nervös und total durchgedreht wie jetzt. Also ich finde, es ist ein wahnsinniges Horror-Kabinettstückchen. Und da sind so viele verschiedene Themen drin. Also der Mensch sollte wirklich nachdenken darüber. Und ich habe so einen Film in der Art noch nicht gesehen. Also vielleicht sollte ich ihn gratulieren. Also ja. Und ja. Ich wüsste halt gern noch mal eine Sache zu dem Drehbuch. Sie haben gesagt, eben selbst ein kleines Sketche geschrieben oder Sachen aufgeschnappt, einbezogen. War der Walser auch bei den Dreharbeiten dabei? Also ich bin kein Walser-Fan oder Fetischist oder. Ja, also nicht die ganze Zeit über, aber so zu einer Hälfte der Drehtage war der schon da. Wie viele Drehtage waren das denn? Er war so der Beichtvater von dem ganzen Team, wenn ich die misshandelt habe. Wie viele Tage waren das denn? 20 Tage oder? Keine Ahnung. Es war schon länger. Also schon länger. Ja. Aber das Drehbuch gibt es nicht, oder? Man kann das nicht erwerben, oder? Es gab schon ein Drehbuch, ja. Ich meine, kann ich das kaufen? Nee, das gibt es nicht veröffentlicht. Ja, können Sie vielleicht noch nachholen. Vielleicht ist der Film doch noch für andere auch interessant. Nach meinem Tod. Nee, warum denn? Bleiben Sie noch ein bisschen am Leben. Und dann wüsste ich gerne was über diese Kriterien, die Beurteilungskriterien. Ich habe kürzlich einen Roman gelesen, Lobhudelei pur. Und ich war ehrlich gesagt froh, als ich mit dem Buch durch war. Aber ich lese halt auch viele Sachbücher. Gut, das ist ein Punkt. Jetzt wüsste ich gerne, welche konkreten Kriterien gab es denn, sodass es hieß, der Film taugt nicht? Das würde mich mal interessieren. Was ist das, Sie? Die Kriterien, ja? Weshalb haben die einige Leute gesagt, der Film taugt nicht viel? Ich wüsste das gerne. Oder war das nur so ein Eindruck? Nicht, dass sie den Film abgelehnt haben. Ach so, ich weiß es nicht. Ich würde alles mies machen, hat der Spiegel geschrieben, nur Häme. Ich habe ja, irgendwie habe ich so einen Zettel, weil die Babylon in Berlin, die haben so eine kleine Retro gemacht, anlässlich eben dieser Uraufführung vom Unheil. Die zitieren auch, war sogar die Welt, die damals sich das Unheil erfinden. Findest du das irgendwie? Aber es waren keine sachlichen Kriterien, es waren so allgemeine. Nein, es war wirklich Hass. Ein mieser Ding. Ich glaube, die Leute regen sich mehr über die Form auf
als über den Inhalt, ohne das zu wissen. Also Manet, die Nackte, das war doch nicht, dass man eine Nackte gemalt hat, das war ganz häufig, in der, aber wie er sie gemalt hat, das hat empört. Also ja, ist ja heute wieder die Debatte da mit der Nackten, die man da ohne Kopf sieht, wie die Frauenbewegungen empört festgestellt haben. Also es geht immer um die Form, das Wie. Und das Wie war eben sehr überraschend, weil es war ein ganz anderer Aufbau. Es war nicht üblich. Und die Leute haben gesagt, was soll das? Was wollen Sie denn mit Ihrem Film sagen? Ja gut, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich keinen Film gemacht, wenn ich es in einem Satz ausdrücken soll. Das sind aber dann die üblichen Antworten. Da spielt zum Beispiel der Spiegel. Der Spiegel entdeckte unter der Überschrift nur mies, nur hämische Klischees. Die Welt witterte ideologischen Gestank und die Süddeutsche erfasste ein Gefühl der Übelkeit. Ja, hat jetzt also der Rodek, einer unserer besten Kritiker, in der Welt geschrieben, dass jetzt die Welt, die damals selbst über den Film hergefallen ist. Ja, auch der Spiegel hat immerhin, der Schober, der für den Spiegel hat, 2 Jahre später, als der Film im Fernsehen dann gezeigt wurde, schon geschrieben, damals, sie hätten sich getäuscht. Und er hat auf der Straße sind wir uns mal begegnet und hat er gesagt, aber Peter, wir mögen dich doch jetzt wieder. Und da habe ich gesagt, jetzt ist zu spät. Ihr habt mir den Film versaut in Deutschland. Ja. Ja, ich mach's kurz. Also Sie hatten gefragt, wie wir den Film jetzt fanden. Als Sie den Film gemacht haben, war ich 13. Und ich war also so ziemlich in der Mitte zwischen den zwei Protagonisten altersmäßig. Und ich war ein Mädchen. Und ich habe mich... Können Sie ein bisschen, weil ich bin ein bisschen schwerhörig. Näher dran gehen? So. Sie hatten gefragt, wie wir den Film jetzt fanden. Und ich war zu der Zeit, als Sie den Film machten, 13. Also altersmäßig war ich ziemlich zwischen den zwei Protagonisten. Ich war aber ein Mädchen. Also der Hauptprotagonist war ja ein Junge. Und ich kenne die Jungen aus dieser Zeit. Ich fand die Jungen in dieser Zeit grässlich. Ich fand sie so grässlich wie diesen Protagonisten, der immer nur schwätzte und der nichts auf die Reihe kriegte. Und ich war so ein Mädchen, das schon so stumm war wie seine ältere Schwester, die nach Rom gegangen war und dort auch nicht reüssierte und wieder zurückkam. Und die einfach nicht mehr sprechen konnte mit ihren Eltern, mit niemandem in der Stadt. Und die Eltern konnten ja auch nicht miteinander sprechen. Das hat mich auch an meine Eltern erinnert. Es war ein ganz bestimmtes Schweigen damals zwischen den Eltern, zwischen den Erwachsenen, in dem die Mutter auch völlig verstummt ist und irgendwann eigentlich nur noch depressiv werden konnte. Das haben sie sehr schön dargestellt in dem Film. Und deshalb ist in mir die Stimmung wieder richtig hochgeschwappt. Also es war auch ein furchtbarer Eindruck, den ich jetzt so im Nachhinein wieder aus dieser Zeit empfangen habe. Auch aus der kleinen Stadt, aus der ich auch komme. Die Mutter ist meine Lieblingsdarstellerin in dem Film. Ja, das kann ich verstehen. Die ist wirklich ganz toll. Ja. Die hat nie einen falschen Satz oder eine falsche Geste gemacht. Das war wie instinktiv. Das war eine Frankfurter Theaterschauspielerin. Ach, jetzt muss ich den Namen noch... ich bin so schlecht mit Namen. Helga Riedel-Hassenstein. Ja. Ja, die ganz toll. Wie? Die Zeisberg. Ah ja, die Ingmar Zeisberg, ja. Ja, war damals noch ein Star, der so, ich glaube, das war eine Idee von Martin Walser und von Werner Hess, die waren eben schon eine Generation, also vielleicht 10 Jahre älter. Ja, ich glaube, Martin Walser ist 10 Jahre älter als ich und Hess auch ungefähr. Und das war eben für die der Traum, da war sie ein Star, ein kleiner Star. Ja, und wenn wir schon über die Besetzung reden, dann ist natürlich auch ein Mann noch zu nennen, der noch in deiner weiteren Filmografie immer wieder auftaucht, der hier den Bundeswehr-Deserteur spielt. Das ist Bernhard Kimmel, der besser bekannt ist als Al Capone aus der Pfalz.
Ja. Magst du was dazu sagen zu Bernhard Kimmel und wie er ins Set kam? Da war ich in der Vorbereitung für den Unheil, für das Unheil. Und da, ich hatte ja mit Schlöndorff zusammen eine Produktion, die Halleluja-Film. Und wir hatten dann einen Anruf bekommen, sagte die Sekretärin, Herr Kimmel ist am Apparat. Was will er? Ja, er hatte mir auch mal geschrieben aus dem Gefängnis, weil ich irgendwie der Rheinpfalz gesagt hatte, die hat mich gefragt, ob mich das Sujet nicht interessiert. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, als Pfälzer. Und er schrieb mich daraufhin an und hat also jetzt gesagt, er wäre entlassen aus dem Gefängnis. Und er steht in der Telefonzelle vom Gefängnis und weiß nicht wohin. Und dann haben wir gesagt, hast du genug Geld, um eine Fahrkarte nach München zu kaufen? Und ich weiß, ich saß noch mit Volker Schlöndorff da bis um 21:45, als er gekommen ist, abends. Und wir haben dann, und der Dipp war schon da, der Dipp Ludwig, der Kameramann, und Jean-François auch. Und dann haben wir ihn am nächsten Tag, wir haben ihn in Pension Kaulbach eingebracht, haben wir da gedreht. Das wurde überhaupt nichts, der war völlig verkrampft. Ich habe gesagt, ich bin doch nicht der Staatsanwalt, du kannst doch reden. Und dann haben wir so beratschlagt und Jean-François sagt, der musste in die Natur. Der war jetzt da 10 Jahre lang in der Zelle gesessen. Jetzt muss man denn, da sind wir in die wilden Isarauen, wo sie noch wirklich wild waren, mit ihm gefahren. Und das war dann der Anfang dieses. Und wir haben, dann sind wir mit ihm die Pfalz gefahren, der ist an die Drehorte. Und dann wurde so allmählich entstand dieser erste Film, Al Capone von der Pfalz. Und ich muss dazu sagen, es ist der erfolgreichste Bankräuber dieser Zeit gewesen. Ein bisschen Bonnie und Clyde. Er hat es damals geschrieben und es war wirklich ein Star. Und es ist natürlich auch, gut, irgendein Illustrierter hat dann geschrieben, ich sei daran schuld, dass er wieder rückfällig geworden sei, weil ich hätte ihn zum Star gemacht, was nicht stimmt. Wir haben ihm eine kleine Rolle eben in Unheil gegeben, als diesen Bundeswehr-Deserteur. Und weil er wusste nicht, wir wollten ihn ja nicht verjagen, nachdem wir da mit ihm gedreht hatten. Und wir mussten jetzt abbrechen, weil ich musste ja zum Drehort vom Unheil. Und dann haben wir gesagt, magst mitkommen? Und ja, ich hatte gehofft, dass er, ja, ich habe gedacht, vielleicht kann man ihn so zum Beleuchter machen oder Bühnenarbeiter, aber Kimmel war eben jemand, der nicht beleuchtet, sondern beleuchtet werden will. Und mit Messern wirft. Also das ist schon eine sehr eindrucksvolle Rolle. Und er wirkt dann unter den ganzen Linken eigentlich fast wie der Vernünftigste, der dann sagt, ihr geht ja nicht ins Gefängnis, sondern ich. Auch ein ganz interessanter Satz in dem Zusammenhang mit der Besetzung. Ja, Kimmel ist schon, ich meine, ich bin auch immer noch mit ihm befreundet und er lebt mittlerweile so immer noch in der Pfalz und ja, wird halt auch alt. Er ist 2 Jahre älter als ich. Vor 6 Jahren hier zu Gast in unserer Bankräuber im Filmreihe. Das nur am Rande. Haben Sie weitere Fragen oder Kommentare zum Film, zu Peter Fleischmann, zu seinen Bekanntschaften aus der Filmwelt? Warten Sie aufs Mikro. Entschuldigung, mich würde interessieren, wurde oder wird der Film mal Untertitel gezeigt? Ja, die Fassung gibt es mit englischen oder mit französischen Untertiteln oder mit deutschen. Mit deutschen, ich wollte gerade sagen. Nee, das ist schon wichtig. Wir haben sie noch nicht vermarktet, aber Sie können vom DIF können Sie eine Kopie leihen. Können die Kinos sich eine Kopie leihen, auch mit englischen oder französischen Untertiteln, ja. Ich habe gesehen im Internet, ihr wart mit dem Film letztes Jahr in Griechenland auf einer Insel, Syros, auf einem Festival, wo der Film, glaube ich, das zweite Screening nach der Wiederuraufführung hatte. Wie kam das dort an? Weil das war Open Air, wirklich am Strand. Ja, wahnsinnig gut. Das war ganz toll. Ja, da hatten wir es mit englischen Untertiteln gespielt, ja. Und wie haben die Leute darauf reagiert? Ja, sehr, sehr gut. Das waren junge Leute, die das ist so eine ganze Gemeinde, die sich da immer trifft im Sommer.
in Syros von Filmleuten, auch von USA und von Griechenland natürlich, viele Filmleute. Und nee, das war schon sehr gut. Und es ist immer schön, wenn man so ein, es war eine riesen Leinwand und direkt am Strand, also. Wenn es keine Fragen gibt, ansonsten, ihr seid gerade wieder dabei, ihr restauriert was Neues. Was steht als nächstes an? Worauf dürfen wir uns freuen? Die Hamburger Krankheit. Die Hamburger Krankheit. Wann sehen wir die dann hier bei uns? Wann ist das so? Ja, ich weiß es nicht. Wenn ihr mich einladet. Wir laden dich auf jeden Fall ein. Wir müssen ja erstmal fertig werden. Wir sagen aber bis dahin schon mal ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend euch beiden, Volker Scharner und vor allen Dingen auch Peter Fleischmann. Danke. Hier in Frankfurt. Danke. Ja, Sie, Ihnen wünsche ich einen guten Nachhauseweg. Möchte Sie trotzdem noch, weil wir hier so einen filmpolitischen Kämpfer auch auf der Bühne sitzen haben, trotzdem darauf hinweisen, nächste Woche findet in Frankfurt im Zoo Gesellschaftshaus der Kongress Zukunft deutscher Film statt. Das ist, glaube ich, ganz interessant, weil da geht es eben auch mal darum, dass sich da was im System ändern muss. Und Peter Fleischmann hat immer dafür gekämpft. Wir versuchen das auch mal. Das DIFF ist mit dabei und das Lichter Filmfest. Ich wünsche viel Vergnügen und jetzt guten Nachhauseweg. Dankeschön.